Herzlich willkommen zurück zu Maniac Mansion. Nachdem wir im letzten Video erfolgreich das Anwesen in die Luft gesprengt haben, werde ich diesmal meine Finger von dem Tastenfeld lassen und wir sammeln mal direkt noch hier drüben in diesem Mahlzimmer die Gegenstände ein, die da noch zu finden sind. Und zwar hätten wir hier die Plastikfrüchte. Die wandern direkt in Days Tasche, genauso wie der Pinsel. Und dann haben wir hier noch, ja, die Dose Farbentferner, aber die wollen wir auch mitnehmen. So, ja, leider können wir uns hier sonst nichts weiter anschauen. Ich glaube, es gibt zwar noch so ein paar Hotspots. Unter anderem auch getrockneter lila Schleim. Dave, das ist doch was für dich. Und den fasse ich mit Sicherheit nicht an. Okay, dann nicht. Ja, ansonsten, wir können es mal probieren, ob wir hier noch was drauf lesen können. Das ist nochmal so ein kleiner Trick. Manchmal bekommt man da noch ein paar Hinweise, da wir es uns ja nicht anschauen können. Da steht nichts drauf. Okay, was ist denn hier drüben mit der Zeichnung? Da steht auch nichts drauf. Na gut, dann hätten wir noch die Kiste. Können wir damit irgendwas machen? Das kann ich nicht nehmen. Kannst du sie öffnen vielleicht? Das lässt sich nicht öffnen. Kannst du die da wegziehen? Das kann ich nicht bewegen. Okay, offenbar können wir damit nichts machen. Na, dann gehen wir mal und wandern nochmal auf die andere Seite von dem Raum. Ja, hier hängen noch so ein paar Bilder von den Edisons. Einmal Dr. Fred und dann haben wir hier drüben Edna. Vielleicht steht da ja was drauf, mal sehen. Aber nein, da steht nichts drauf. Dann steht hier bestimmt auch nichts drauf. Nee. Ja, warum die jetzt hier blau sind, keine Ahnung. Denn im Original, beziehungsweise also in Version 1, haben die Edisons noch ganz normale Hautfarbe. Und warum sich Lucasfilm dann dazu entschieden hat, hier in Version 2 die alle blau einzufärben, wer weiß. Ein Mysterium, das sich vielleicht nie lösen wird. So, wir gehen hier rein und sind ja in so einer Art Musikzimmer gelandet. Und da lässt sich vielleicht noch sagen, dass einige von den Räumen hier den Räumen der Skywalker Ranch von George Lucas nachempfunden sind. Unter anderem auch dieses Zimmer und auch die Bibliothek, da waren wir ja schon mit der Wendeltreppe, der Raum. Denn Maniac Mansion wurde ja auf der Skywalker Ranch entwickelt und man hat sich das also als Vorbild genommen. So, hier haben wir jetzt schon mal so ein Klavier, ein Flügel. Kann Dave das benutzen? Darauf kann ich nicht spielen. Ja, denn Dave ist absolut unmusikalisch, aber auch keins der anderen Kinder, die wir dabei haben, können irgendwas damit anfangen. Das ist also einer der Gegenstände, mit denen wir jetzt in unserer Konstellation nichts machen können. Aber vielleicht können wir die Vase mitnehmen. Lieber nicht. Offenbar ist sie eine teure Antiquität. Dave, du stopfst dir jeden Scheiß in die Tasche, aber nicht die Vase. Sowas aber auch. So, hier liegt eine Schallplatte. Daddy verhält sich sehr komisch seit dem Geheimprojekt im Labor. Ja, und? Nun, Mami, ich mache mir Sorgen um ihn. Er war seit 5 Jahren nicht beim Essen. Ja, und? Und er bringt diese Leichen tief in der Nacht nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Ja, obwohl ich Ed da schon zustimmen muss, das ist doch sehr merkwürdig, warum er Leichen in den Keller bringt. Erstmal, wo kommen die her? Was hat er mit denen vor? Und noch so ein paar andere Fragen, die man sich so stellt, wenn man das hört. Wir nehmen erstmal die alte Platte mit und haben ja glücklicherweise auch hier direkt ein Grammophon, mit dem wir das abspielen können. Dann machen wir das mal so. Und jetzt schalten wir das mal ein. Und auch schon diesen wunderbaren Klingen. Okay, das war es auch schon. Dann schalten wir es mal wieder aus. Können wir jetzt erstmal so nicht gebrauchen. Wir nehmen das mal wieder an uns. So, dann haben wir hier noch einen Kassettenspieler. Und werden ja noch die Kassette. Da habe ich ja vergessen, unten die nochmal da einzulegen und uns anzuhören. Das können wir jetzt nochmal nachholen. Und dann stopfen wir das mal da rein und schalten auch
Okay, er nimmt auf. Okay, das wollte ich aber nicht. Dann schalten wir es mal wieder aus. Ich habe die Aufnahme abgebrochen. Ja, danke. Okay, hier können wir also nur aufnehmen. Das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Dann hätte ich doch gerne meine Kassette wieder. Dankeschön. Aber hier steht noch ein Fernseher. Den können wir mal einschalten. Wir veröffentlichen einfach alles. Hallo, all die Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Ich bin Marc E. Ting und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Schickt es einfach an die Adresse unten. Briefmarke nicht vergessen. Ja, die Adresse unten war 222 Skyscraper Way. Müssen wir uns, glaube ich, nicht aufschreiben, das merkt sich Dave automatisch. War aber jetzt schon einiges an Hinweisen mit dabei. Das werden wir später auf jeden Fall noch benötigen. So, und ich denke mal, dann wird Zeit, dass wir uns mal in den nächsten Räumen hier umschauen. Hier haben wir erstmal eine Statue und hier ist tatsächlich mal irgendwie ein Schild. Das können wir bestimmt lesen. Oder auch nicht, weil ich kein Französisch kann. Aber Louvre habe ich erkannt. Vielleicht hat Dr. Fred das geklaut. Ihm ist ja so einiges zuzutrauen. So, wir untersuchen mal die nächsten Räume noch. Also man merkt schon, das ganze Anwesen ist sehr weitläufig. Da gibt es einiges zu entdecken. Und hier ist erstmal wieder dunkel. Wir suchen eine Lampe. Na, da war es doch gerade. Tischlampe. Einschalten bitte. So, wir sind wahrscheinlich an Dr. Freds sonstigem Arbeitsplatz und hatten auf jeden Fall hier an der Wand schon so ein paar Sachen. Docs R. Us Diplom. Abschluss in Mumifizieren und Verbinden. Und was haben wir hier noch? Arzt per Post Diplom. Verliehen an Dr. Fred. So viel dazu. Hier ist jetzt noch eine Tafel. Da können wir auch mal lesen, was da drauf steht. Sieht wie Formen aus, die die Struktur eines Meteors beschreiben. Das ist ziemlich seltsam. Ich stimme dir zu, Dave. Das ist ziemlich seltsam. Was es damit wohl auf sich hat. So, wir haben jetzt hier noch den Tisch. Und da sind ja Schubladen. Vielleicht können wir da irgendwas öffnen. Jawohl. Und da liegt irgendwas drin. Ein Manuskript, das nehmen wir an uns. Und das können wir auch direkt mal lesen. Liest sich wie eine Lebensgeschichte, aber es ist schrecklich geschrieben. Es ist von einem Meteor, sehr seltsam. Auch hier muss ich dir zustimmen, Dave. Aber wir hatten ja in der Einführungssequenz gesehen, dass ein Meteor in der Nähe des Anwesens eingeschlagen ist. Und ja, der hat jetzt sozusagen die Kontrolle über Dr. Fred übernommen. Ja, mein Untersuchungstisch, kannst du ihn benutzen? Das klappt nicht. Na gut. Hier haben wir noch ein Plakat. Das können wir vielleicht auch lesen. Knuspriger Karamellkern. Igitt, das ist ja scheußlich. Dave, das könnte auch dein Gehirn sein. Das passt fast. So. Das ist gruselig. Da können wir nichts mitnehmen. Hier drüben ist noch ein Schrank. Dafür braucht man einen Spezialschlüssel, den wir nicht haben. Wir haben nur den Hausschlüssel, ne? Und jede Menge Scheiß. Ja, wir haben nur den Hausschlüssel. Da kommen wir also nicht rein. Dann gehen wir mal wieder. Hier sind ja noch ein paar andere Räume, die wir erstmal durchsuchen können. Haben wir noch eine Tür. Und das ist... ja, sowas wie eine Spielhalle. Haufen weiße Spielautomaten. Können wir denn irgendwas davon verwenden? Es ist schon an, aber da fehlt Strom. Wie kann das denn an sein, wenn da Strom fehlt, Dave? Das verstehe ich nicht. Hier haben wir eine Zielscheibe, auch erstmal irrelevant. Ein Airhockeytisch. Und der ist kaputt, natürlich. Das Wichtigste an diesem Raum ist natürlich erstmal hier das Zack McCracken Plakat. Dem Nachfolger von Maniac Mansion, was die Adventure angeht. Das können wir uns mal anschauen. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich habe nur noch nicht rausgekriegt, was der Benzinkanister auf dem Mars soll. Ja,
Wir haben natürlich die Kettensäge, für die wir kein Benzin finden werden hier im ganzen Spiel. Man kann auch nicht zusammenmixen oder sonst irgendwas. Und in Zack McGregor hat man also das Ganze wieder aufgegriffen und einen Benzinkanister platziert, der zu nicht zu gebrauchen ist. Der ist offenbar im falschen Spiel gelandet. Und in der Version 1 von Maniac Mansion hängt hier kein Plakat von Zack McGregor, weil da gab es das Spiel ja noch nicht, sondern ich glaube, es ist ein Star Wars Plakat, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir spazieren mal weiter nach oben. Und dann haben wir coolen Tentakel. Du darfst erst durch, wenn du mich fütterst. Okay, dann werden wir das mal tun. Allerdings werde ich jetzt vorher mal Bernard hier hochholen. Denn Bernard ist der Einzige, mit dem man das Rätsel jetzt nicht lösen kann. Das ist das einzige Kind. Aber es gibt natürlich auch eine ganz witzige Dialogoption und eigentlich, sage ich mal, ja, einen Grund, warum er das nicht lösen kann. Deshalb werden wir mit ihm mal hier hochmarschieren. Zum Glück ist der Weg nicht allzu weit. Wir haben es ja schon fast geschafft. Da gehe ich nicht hoch. Das Monster hat meinen Freund erwischt. Ja, Bernard hat nämlich Angst vor dem coolen Tentakel. So, wir wechseln jetzt nochmal zu Dave. Holen ihn mal runter. Und schicken dann nochmal Bernard nach oben. Ja, also mit ihm kann man tatsächlich dieses Rätsel nicht lösen. Das funktioniert einfach nicht. Er hat zu viel Angst davor. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wo ich Bernard abstelle, sodass er in Sicherheit ist. Ich glaube, ich schaffe ihn tatsächlich wieder hier runter. Ich glaube, da oben müssten eigentlich auch ein paar Räume sein, die sicher sind. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher und deshalb platzieren wir ihn einfach hier. Nicht wahr? So, da wir jetzt schon dabei waren, hier alle mal so ein bisschen zu bewegen, schnappe ich mir mal Wendy. Und Wendy bekommt jetzt eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Denn wir haben ja schon gehört, dass Ed ein Paket erwartet und ich hätte gerne, dass Wendy das abfängt. So, bevor wir das aber machen, fällt mir ein, haben wir hier noch so ein paar Büsche. Die können wir mal entfernen mit Wendy. So, und hier dahinter ist nämlich ein Gitter, das sich... Es ist verrostet und geht kaum auf. Nicht öffnen lässt. Aber sie hat ja eigentlich schon den Hinweis gegeben, dass es kaum aufgeht, aber es könnte durchaus aufgehen. So, hier haben wir den Briefkasten. Den können wir mal öffnen, da sollte nichts drin sein. Da ist auch nichts drin. Dann machen wir ihn mal wieder zu. Steht irgendwas drauf? Da steht nichts drauf. Woher sollen die denn wissen, dass das hier das Anwesen der Edisons ist? Naja, egal. Wendy, guck uns doch mal bitte an und lauf nicht da so komisch rum. Wartet jetzt einfach hier, bis das Paket kommt. Das ist ihre wertvolle Aufgabe. Aber wir wollen das haben, bevor Ed das Paket bekommt. So, damit geht's zurück zu Dave. Und er kümmert sich jetzt mal darum, hier das grüne Tentakel zu füttern. Ich meine, wir haben ja allen möglichen Kram dabei, den wir erstmal verfüttern können. Das ist jetzt auch die Chance, mal den ganzen unnützen Kram loszuwerden. Deshalb geben wir ihm jetzt auch erstmal den alten Truthahn. Danke, mehr Essen bitte. Dann haben wir noch den verrotteten Braten. Danke, mehr Essen bitte. So, was haben wir noch? Ja, hier mal was Gesundes, ein Salat. Danke, mehr Essen bitte. Ja, er ist ein bisschen unersättlich, ne? Frisst einem so ein bisschen die Haare vom Kopf. Hier haben wir noch zerbrochene Ketchupflaschen. Danke, mehr Essen bitte. So, was haben wir denn noch? Den Käse, den würde ich jetzt mal behalten. Ah, Tentakelfutter. Na, das passt doch vielleicht. Danke, mehr Essen bitte. Interessiert ihn jetzt aber auch nicht so wirklich. Es reicht nicht. Dann haben wir noch die Konservendosen. Danke, mehr Essen bitte.
So, jetzt habe ich, glaube ich, erstmal alles soweit abgegeben. Wenn wir ihm jetzt den Käse geben, würde das durchaus auch ausreichen dann, denke ich. Ich glaube, das war dann genügend. Aber wir haben ja auch noch die Plastikfrüchte. Und die Plastikfrüchte können das Ganze ein bisschen abkürzen, denn wenn wir ihm das als erstes geben, ist das Ganze sofort vorbei. Und das hat natürlich einen ganz speziellen Grund. Wow, mein Lieblingsessen, das war's. Nun bin ich durstig. Ja, sein Lieblingsessen und deshalb ja, ist das damit dann direkt erledigt. Leider haben wir, was Getränke angeht, nicht so viel Auswahl. Wir haben nur die Pepsi und die Fruchtsäfte. Die Pepsi darf er unter keinen Umständen hier abgeben. Damit könnte das Spiel dann unter Umständen nicht mehr lösbar sein. Deshalb geben wir die Fruchtsäfte ab. Danke. So, und damit ist der Weg frei für uns. Hier haben wir noch einen Raum, da gehen wir mal rein. Ab dem Zeitpunkt jetzt kann im Übrigen auch Bernhard ganz normal mit dem Tentakel interagieren. Und er schreckt sich nicht jedes Mal und rennt weg. Hier ist das Licht. Also es geht wirklich nur um diesen ersten Kontakt. So, das hier ist so eine Art Dunkelkammer, wo Fotos entwickelt werden können. Damit kann Dave natürlich nichts anfangen. Das ist etwas ja, für Michael. Wir wissen ja schon, dass er Fotograf ist. Wir können, glaube ich, auch hier nichts mitnehmen oder so. Das kann ich nicht nehmen. Ja, Dave. So. Dann hätten wir hier noch den Tisch. Können wir den vielleicht öffnen, den Tisch? Das lässt sich nicht öffnen. Offenbar nicht. So, hier haben wir noch einen Vergrößerer. Auch das können wir nicht mitnehmen. Und ich denke, der Aktenschrank, der ist abgeschlossen. Ja, auch hier haben wir jetzt keinen Schlüssel für. Deshalb alles eher uninteressant für uns. Dann gehen wir mal in den nächsten Stock. So, ich glaube, jetzt müssen wir langsam auch ein bisschen aufpassen. Hier sind dann auch irgendwie die Zimmer von Edna und Ed. Das ist erstmal das Zimmer von Dr. Fred. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ein Funkgerät. Können wir das benutzen? Das ist doch nicht an. Na, dann schalte es mal ein. Es funktioniert nicht. Vielleicht fehlt ein Teil. Ja, das ist dann eher was für Bernhard. Der kann sich das mal anschauen. So, hier unten liegt was auf dem Boden. 10 Cent nehmen wir mit. Und hier ist ein Wanted-Plakat. Das sollten wir auf jeden Fall mal lesen. Gesucht. Wegen zahlloser grausamer Taten. Ein mörderischer, schleimiger, lila Meteor. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie an. 1138. Jawohl. So, das ist Dr. Freds Bett mit einem Bild von Edna. Warum die beide nicht ein gemeinsames Schlafzimmer haben, weiß ich auch nicht. Und hier oben wohnt Grüntentakel. Oh, ich bin so deprimiert. Ich werde niemals meine Band haben. Mein Leben endet im Nichts. Ich werde nie etwas erreichen. Selbst das Essen hat nicht geholfen. Ja, Grüntentakel ist, wie man gehört hat, ziemlich deprimiert, weil er nicht erfolgreich ist. So, wir haben hier die Lautsprecher und da hängt ein Schild dran. Chair X Sound. Ja, Standard im Kino, ne? Und George Lucas' erster Film war, glaube ich, Chair X 1138. Hat man ja auch gerade die Telefonnummer. Das passt also. Hier mal ein Plakat. I'm a Rocker. Das können wir uns anschauen. Ron Gilbert, live at Forum. Ja, also da. Ron Gilbert, einer der Entwickler von Maniac Mansion. Ja, hat sich hier verewigt. Disco sucks. Können wir da noch was lesen? Da steht nichts drauf. Dave, das kann ich sogar von hier lesen, dass da was draufsteht. Was soll das denn? Hier ist noch eine Schallplatte. Die nehmen wir mit. Die können wir dann auch nochmal anhören. Und Grüntentakel hat auch eine Stereoanlage. Da würde ich mal ganz kurz unsere Kassette da rein tun, nachdem ich die ja nur noch nicht angehört habe. Aber wie gesagt, ich glaube, die war sowieso leer. Es ist leer. Okay. Dann nehmen wir sie wieder mit. So, dann haben wir hier noch ein Foto von seiner Mutter. An meinen schleimigsten Sohn, Mom. So, und hier drüben, der wichtigste Gegenstand eigentlich im Spiel, nicht im Spiel, in diesem Raum,
der Schlüssel. Ja, leider können wir Quentin Tarkin nicht helfen mit seiner Musik, weil, wie ich schon gesagt habe, alle, die wir hier mit dabei haben, sind absolut unmusikalisch und bringen uns da also nicht weiter. Deshalb, ja, können wir ihn leider aus seiner Depression nicht rausholen. So, nächstes Zimmer. Oh, scheiße. Oh, ein unwillkommener Gast. So, mal schauen. Nein, komm her, du süßer Fratz. Ich hab dich. Wie dumm von mir. Ich hätte dich ans Bett fesseln sollen. Ja, und damit enden wir irgendwie mit dieser Folge im Gefängnis oder Kerker. Das war jetzt nicht so ganz geplant. Ich wusste auch nicht, dass die mir hinterher rennt tatsächlich, weil in der Küche hat sie es ja auch nicht gemacht. Aber ja, damit werden wir dann wohl im nächsten Video erstmal versuchen, hier auszubrechen. Und dann uns weiter das Anwesen anschauen und rausfinden, wie wir Dr. Fred aufhalten können. Problem ist, wir müssen Dave jetzt erstmal tatsächlich hier rausholen, denn er hat halt alle Gegenstände. Das ist das Problem. Deshalb, ansonsten könnte man ihn auch einfach hier sitzen lassen, das wäre dann nicht so dramatisch. Aber so geht's nicht. Naja, dann werden wir im nächsten Video weitermachen an der Stelle. Bis dann. Tschüss.